Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff. Wie man unschwer erkennen kann, hier in der norddeutschen Tiefebene scheint die Sonne. Ja, klingonisch, ist aber so. Euer großer Wunsch und Wille war, ein Video zu einer Tasche, einer Ersten-Hilfe-Tasche, im Grunde für jedermann, im Grunde die eierlegende Wollmilchsau, wenn man so will. Und ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht und das war eigentlich gar nicht so schwierig, weil sowas in der Art haben wir. Und das haben wir gleich mehrfach. Und ich erkläre euch auch, warum. Das hier, meine Damen und Herren, ist die Tasche, die wir in der Küche hängen haben. Das ist die von Lifeguard, die First Aid Maxi. Und wie man wahrscheinlich auch an dem Reißverschluss recht gut erkennen kann, sie zumindest vom Reißverschluss her recht wasserabweisend. Vom Stoff her auch. So, was ist drin in der Gerät? Das ist eigentlich gar nicht so richtig brennspektakulär. Und ich habe das schon mehrfach angesprochen, beklatscht und besungen bei der Tasche für den Gruppensanier. Und die Tasche hier ist im Grunde ganz ähnlich gestrickt. Wir gehen mal durch, was drin ist. Also, ich habe hier vorne in diesem Steckfach hier drin habe ich Kompressen zum Wischen und sauber machen und nicht den teuersten, aber den wertvollsten Gegenstand. Tourniquet. Oh, ehrlich Leute, ich ohne Tourniquet, nee, nicht mehr. Schon lange nicht mehr. So, hier in diesen Klarsichttaschen hier vorne, da haben wir drin Alkoholtupfer und ich komme auch gleich drauf, warum. Und wir haben hier ein Dreiecktuch. Dreiecktuch hat unfassbar viele Anwendungsmöglichkeiten. Das Video dazu gebe ich euch einmal hier. Diese Alkoholtupfer, damit wird jetzt nicht in der Wunde rumgescheuert wie ein Erbkranker, sondern das ist zur erweiterten Wundversorgung. Und da kommen wir jetzt zu, das ist nämlich das Abteil daneben. Hier haben wir drin ein Erste-Hilfe-Set, das ist sowas wie ein Pflaster-Kit und ist eine Eskalationsstufe zwischen Pflaster und Traumabandage. Da ist also ein kleiner Verband drin, der, wie ich finde, sehr, sehr cool ist. Hier haben wir dreimal Watergel drin, dreimal 4 Gramm, was für den Erstangriff auch durchaus reicht. Und für Schnittwunden, die eine entsprechende Aufbereitung bedürfen und gerade Schnittränder haben, haben wir hier Steri-Strips. Ich erkläre da auch noch gleich was zu. Hier haben wir Octinisept. Es reicht nicht, wenn ihr einfach mit Octinisept ein bisschen lang sprüht und damit dann versucht, die Wunde zu verschließen. Das wird nämlich in der Regel nichts werden. Denn hier sind in der Regel rückfettende Substanzen drin, um die Haut zu pflegen. Mit diesen Alkoholtupfern macht ihr wirklich nur die Wundränder sauber. Und zwar so, dass dann tatsächlich Pflaster und Steri-Strips halten. Wir haben hier als üblichen Verdächtigen meine Lieblingstraumabandage. Wir haben, um Handgelenk, Knöchel oder irgendwas in der Art ruhig zu stellen, die Easy Bandage. Und in case of emergency haben wir hier noch ein Paket mit komprimierter Gaze. Wir haben hier vorne in dem kleinen Fach einmal Por della Documentación, die Rapid Rescue Documentation Chart. Wir haben hier aber auch drin einen wasserfesten Stift, ein Thermometer, eine Splitterpinzette, eine Rettungsdecke. So, dieses Thermometer kann halt nicht nur Fieber tatsächlich richtig gut wahrnehmen und feststellen. Dieses Thermometer kann vor allem auch Unterkühlung feststellen, denn Todesursache Nummer 2 bei traumatischen Ereignissen aller Art ist die Unterkühlung. Wir haben hier in der Tasche des Weiteren für den Fall, dass Durchfall, haben wir hier Elotrans.
was den Sinn hat oder den Sinn erfüllt, dass die Elektrolyte, die durch den Durchfall oder Erbrechen oder wie auch immer flöten gehen, dass die wieder zugeführt werden. Wir kommen damit alle sehr, sehr gut klar. Wir haben des Weiteren in der Küchentasche Bepanthen, Wund- und Heilsalbe. Wir haben Finestil gegen Juckreiz und Stiche aller Art. Und wir haben hier eine leichte Cortisonsalbe drin, das ist EB0. Das war's. Muss es viel mehr sein? Nö. Was ihr dazu packen könnt, ist hier sowas, die Sam's Blend. Aber ansonsten seid ihr mit dieser Tasche schon wirklich, wirklich, wirklich weit vorne dabei und wirklich ready for Rock'n'Roll. Warum haben wir die in der Küche hängen? Leute, bei uns hier auf dem Hof, da ist diese Küche sowas wie in der Marine die OPZ, die Operationszentrale. Hier läuft alles zusammen, hier laufen alle Informationen zusammen. An der OPZ muss jeder vorbei, also an der Küche muss jeder vorbei, der tatsächlich nach hinten auf den Hof will. Einsteller, Reitbeteiligung, Pflegebeteiligung, Reitlehrer und so weiter und so fort. Es wissen alle, wo die Küche ist und es wissen alle, dass da so eine Tasche hängt. Und es können alle mit dem Material umgehen. Das war ein Weg, aber diesen Weg sind wir sehr, sehr gerne gegangen, weil letzten Endes ist das für uns alle, die auf dem Hof ein- und ausgehen, letzten Endes unsere Lebensversicherung. Wir haben insgesamt 4 Taschen davon. Die hier hat die Besonderheit, dass da Elotrans mit drin ist. Es sind die Salben mit drin. Ansonsten haben wir 4 identische Taschen. Einmal in der Küche dieses Möbel. Wir haben in jedem Auto eine in der Nähe der Kopfstütze. Wir haben selbst auf dem Radlader eine. Ganz einfach für den Fall, dass wir hinten irgendwo auf der Weide sind oder auf einem der Nachbarhöfe irgendwie unterstützen oder was auch immer. Das macht man halt so auf dem Land, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Hier ist das gemein üblich, wird sehr, sehr gern gesehen. Da wird auch gar kein langes Gefasel von gemacht. Es wird einfach gemacht. Diese Tasche hat den Vorteil, dass wenn du mit dem Auto unterwegs bist und mit den Kindern unterwegs bist und machst einen Ausflug, du schnappst dir die Tasche, packst sie in den Rucksack, bist für den Rest des Tages ready for Rock'n'Roll. Also noch viel einfacher und viel zweckmäßiger geht's nicht. Es ist vorne irgendwo bei zwischen Fahrer- und Beifahrersitz bzw. irgendwo an der Kopfstütze verbastelt in den Autos. Im Radlader liegt es hinterm Fahrersitz in einem entsprechenden Fach. Und das ist es im Grunde. Das kannst du nehmen für zu Hause, für Küche, für Werkstatt. Wie gesagt, du kannst das Ding auf Touren, schmeißt es in den Rucksack, bist für eine Gruppe von, ich sag mal, 4, 5 Leuten, bist du locker ready for Rock'n'Roll. Und das, was du hier nicht drin hast, pack da meinetwegen noch die Sam's Blend dazu, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Die Sam's Blend wird mit dem Dreiecktuch und hiermit festgemacht. Und dann hast du's. Dann ist es das. Dann ist das Kapitel wirklich rund. Okay? Kinnangs, wenn ihr bis hier geguckt habt, dürft ihr gerne ein Däumchen hoch, ein Like da lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, ist auch ein Abo kein schweres Verbrechen, denn es gibt jeden Samstag um 8 Uhr neue Videos zu diesem Thema und zum Thema Notfallvorsorge. Und dann verpasst ihr nichts mehr. Meine Damen und Herren, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.